Der Größte unter euch soll werden wie der Kleinste. Und der Führer soll werden wie der Diener. Denn wer von beiden ist größer? Wer bei Tisch sitzt? Oder wer bedient? Natürlich der, der bei Tisch sitzt. Ich aber bin unter euch wie der, der bedient. In all meinen Prüfungen habt ihr bei mir ausgeharrt. Darum vermache ich euch das Reich, wie es mein Vater mir vermacht hat. Ihr sollt mit mir an meinem Tisch essen und trinken in meinem Reich. Und ihr sollt auf Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Dann gibt es keinen Verräter. Simon, Simon, sieh doch. Der Satan hat verlangt, euch alle zu prüfen, die Guten zu trennen von den Schlechten, wie der Bauer die Spreu vom Weizen trennt. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht wanke. Und wenn du dich wieder bekehrt hast, dann stärke deine Brüder. Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis oder in den Tod zu gehen. Ich sage dir, Petrus, ehe heute der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, dass du mich kennst. Als ich euch aussandte, ohne Tasche, Geldbeutel oder Schuhe, habt ihr dann Not gelitten? Nein, nicht einen Tag. Jetzt aber soll der, der Beutel oder Tasche hat, sie mitnehmen. Und wer kein Schwert hat, der muss einen Mantel für ein Schwert verkaufen. Denn ich sage euch, an mir wird sich das Schriftwort erfüllen, er wurde zu den Verbrechern gerechnet. Alles, was über mich gesagt wird, geht in Erfüllung. Hier! Hier sind 2 Schwerter, Herr! Genug davon.